Der australische Sänger John Farnham liegt nach einer Krebsdiagnose im Krankenhaus. Das hat die Familie des You're the Voice-Interpreten in einem Statement bekannt gegeben, das unter anderem dem The Sydney Morning Herald vorliegt. Darin heißt es, dass er sich einer Operation unterziehen muss. Um welche Art von Krebs es sich handelt, ist bislang nicht bekannt. Eine Krebsdiagnose ist etwas, mit dem so viele Menschen jeden Tag konfrontiert werden, wird Farnham in der Stellungnahme persönlich zitiert, und zahllose Menschen haben den Pfad bereits vor mir beschritten. Schon vor rund 3 Jahren musste Farnham plötzlich seine Tournee abbrechen, da er sich eine schwere Niereninfektion eingefangen hatte. Die Erkrankung trat seinerzeit nach einer Operation auf. Damals sprach der Sänger im Interview mit The Daily Telegraph von einem Weckruf, mehr auf sich aufzupassen. Warum Farnham damals operiert wurde, ist nicht bekannt. Hierzulande ist der 73-Jährige vor allem für den 80er-Jahre-Hit You're the Voice bekannt, der sogar Platz 1 der Singlecharts erreichte.